So, die kassiere ich gleich mal außen rum. Zack, dich kassiere ich. Zack, dich kassiere ich. You spin me right round. Naja, kein Gesang hier. Boah, wie ich mich am Anfang überschlagen habe, richtig viel Zeit verloren habe. Und jetzt schon wieder an der Spitze drin. Das ist ja irgendwie crank. Und jetzt werde ich gleich schneiden müssen, Freunde. Oder hab vielleicht schon geschnitten, ich weiß es nicht. Ich werde nämlich ausnahmsweise mal im Rennen schneiden. So, du bekommst auch noch dein Fett weg. Alter, was führt diese hässliche Corolla immer? Mit diesem goldenen Lackaffen-Neon, das da unten rumpulsiert. Russell. Ey, Russell Crowe, Mann, du bist hier voll der Bonze. So, am Anfang waren es 8 Sekunden, jetzt sind es 0,8. Na komm. Scheiße. Ja, ich gebe zu, das war nicht so... Ey, komm, verpiss dich, ey. Alter. Russell. Na toll. Ich muss anmerken, es sind übrigens noch 3 Runden, die zu fahren sind. Also das könnte leicht problematisch hier werden. Alter, was machen die da vorne? Das scheint irgendein Programmierungsfehler zu sein, dass die da irgendwie so heftig schnell links und nach links und rechts ziehen. Ach, sind die beiden Audis wieder vorbei. Alter. Der hat sich einmal rumgespinnt. Das ist ganz cool, wenn man so ein bisschen hinterm Feld fährt, dann sieht man nochmal, dass die auch selbst Fehler machen, sich selbst mal drehen. Dass nicht nur ich ein böser Bube bin. Oh, so viel zu wegdrehen. Alter, habt ihr gesehen, wie der geflogen ist? Beide. Beide haben sich volle Kanne weggedreht. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber der eine hat, den hat es auf jeden Fall voll in die Luft geschleudert. Beste Rundenzeit. Und egal, wie scheiße ich fahre, am Ende bin ich doch immer wieder weit vorne. Diesmal habe ich mich ein bisschen unter das Feld gemischt. Na gut. Ah, wie ich mich schon auf NFS Carbon freue, das sogar semi-blind für mich ist. Herrlich. Kann ich euch nur werben, es ist ans Herz legen, wenn ihr euch dieses RP gefällt. Auch mal bei NFS Carbon vorbeizuschauen. So, jetzt haben wir genug gelabert. Ja, und das war doch gar nicht ein ganz ereignisreiches und lustiges LP. Well, der eine Audi hat sich überschlagen. Ich habe mich überschlagen. Gegner haben sich gedreht. Ich habe mich gedreht. Und am Ende bin ich doch der Lachende mit 4 Sekunden Vorsprung. So gefällt's mir. Setz war dann talking about, dudes. Da hinten ist wieder der grüne Audi, ey. Der nervt dir richtig. Aber es ist noch nicht vorbei, es gibt ja noch ein drittes Rennen. Aber ich glaube, ich bin jetzt eh schon uneinholbar vorne. So, noch ein bisschen Nitro. Der verächtliche Blick nach hinten. Yeah. Victory. 3:35:42. Yeah. Vor Kostas, Russell, West, Tom. Ja, 6 Punkte Vorsprung. Das heißt, ich muss, glaube ich, nur Vierter werden oder so. Und, ja, ich glaube, ich liefer mir wieder ein paar Scharmützel. Da hinten sind die beiden Audis. Yeah, Mann. Na kommt. Ich habe für euch alle was übrig. Ja, du gehst mal weg. Na kommt. Ich schmeiß mich in die Meute. So, du kommst hier schon mal nicht vorbei, du grüner Giftzwerg, ey. Denk ja nicht, dass du vorbeikommst. Oh, scheiße. So. Den Grünen werde ich jetzt voll rammen. Ich habe irgendwie voll den Hass auf den Grünen. Boah, hat noch nicht so geklappt, aber... Alter, ist die Runde kurz. Alter, ist die Runde kurz. Das ist heftig. Das ist ja krank. Was steht der da rum? Was steht... Alter, die drehen sich hier alle weg. Irgendwie nach dieser Kurve. Alter, ist der schnell, der Corolla. So schnell kann Corolla noch gar nicht sein in diesem Spiel. Nein! Alter. Go, go, go. Eigentlich möchte ich den Corolla hier nicht gewinnen lassen. Ich möchte eigentlich alle drei Rennen für mich entscheiden. War gerade falsch betont. Hopp. Wieder vorbeigezogen. Alter. Alter, ganz cool eigentlich in dieser Sicht. Ich kann ja mal versuchen so, Alter, bisschen zu fahren, wollte ich gerade sagen, aber das ging jetzt nicht so gut auf. Alter, eine Rundenzeit von 30 Sekunden, das ist ja Streetex-like. Ja gut, 1,3 Sekunden Rückstand. Das ist nicht Streetex-like. So, mal sehen, ob ich den voll reinfahren kann. Nee, das wird nichts. Das habe ich schon gesehen. Scheiße. Na toll, ey. Ja, geilo. Geilo Stylo. Es würde mich jetzt mal interessieren, ob ich jetzt noch gewinne. Ich glaube schon, aber ich weiß es natürlich nicht. Sonst muss ich einmal nochmal neu starten. Aber ich glaube, ich gewinne trotzdem, obwohl ich hier Fünfter werde. Und ich ziehe an allen vorbei. Ist das nicht episch? So, und? Ja. Warum ist der jetzt, ich wollte gerade sagen, warum ist der so Dings markiert, der Dings? Ich dachte, ich hätte gewonnen und ich wäre der da Fünfte da, aber ich habe mit 3 Punkten Vorsprung gewonnen und hole mir alle Rufpunkte. Also, ist egal, ob ich Fünfter werde.
Ich bin auch so gut. Witzig. Dum-dum-dum. So, Leute. Und ihr wisst doch ganz genau, was jetzt kommt. Outruns. Die miese Outrun-Masche, wie ich sie gerne nenne. So, dann werde ich jetzt mal ein kleines Tutorial machen. Man begebe sich zuerst auf eine Autobahn. Spare eine Menge Nitro. Fahre nicht gegen diese Wand wie ich. Ich wollte es nur einmal falsch vormachen. So, und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Wie gesagt, wir wollen 10 Sterne auf unserem Auto vereinen. Und deswegen machen wir jetzt Outruns, bis uns ein sehr spezielles Teil angeboten wird. Ein Spezialteil, was eine sehr hohe optische Bewertung hat. So, muss ich jetzt hier lang? Ja, genau, ich muss hier lang. Gut. Moment. So, weiter geht's. So, dann suchen wir uns doch mal ein Opfer für unsere Outrun-Masche. Den Mülleimer meinte ich damit eigentlich nicht. So, ich hoffe, ich bleibe jetzt hier auf der Autobahn. Bleibe ich natürlich nicht. Scheiße. Ja, also man sollte auch möglichst. Hallo? Ja klar, ich kann den hässlichen Ascheimer nicht wegfahren. Man sollte, wie gesagt, auf der Autobahn bleiben. Und ja, der Rest kommt eigentlich von allein, würde ich so sagen. Jetzt müsst ihr nur noch. Ah, da ist schon das erste Opfer. Und am besten ist, ihr geht gleich schon auf die Enter-Taste, mit dem ihr den Outrun annehmt und fahrt ihn voll hinten rein, weil die haben ja nicht so eine hohe Geschwindigkeit, wenn es möglich ist. Und dann seid ihr direkt schon im Outrun drin. So zum Beispiel. Was? Führung verloren. Ich bin in Führung, Mann. Du fährst in die falsche Richtung, du kleiner, kleiner Tollpatsch. Go, go, go. Und haben wir 300 Meter? Jawohl. Danke. Und gleich der nächste. Beinahe aber auch. Die fliegt auch sehr gut. Ja, ich bin in Führung und er ist gegen den Mülleimer gefahren. Go, go, go. Jawohl. Genauso müsst ihr es machen, Freunde, und so gewinnt ihr sehr, sehr schnell Outrun-Rennen. Hey, da bist du ja schon wieder. Können wir es ja mal ausprobieren. Ja, du wirst mich nicht wieder gewinnen lassen. Du fährst nur leider in die falsche Richtung, Freundchen. Ach. Acht Sekunden, Freundchen, das ist ein neuer Rekord. Negativ. Nein, jetzt. Scheiße, da habe ich mich etwas ungünstig gedreht. Hallo? Was? Der führt doch nicht etwa. Warum führt der Mistkerl? Hier, komm, friss das, du Mistkerl. Boah, eben war es ziemlich schnell, das Rennen, aber dieses Mal habe ich. Alter, warum drehe ich mich immer so ungünstig? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hallo? Ach, ich bin in Führung. Ey, Kacke. Naja, davor ist es gut gelaufen. Wenn er jetzt von der Autobahn runterfährt, das wäre natürlich scheiße. Das ist natürlich immer das Risiko, dass irgendwas mal nicht so gut klappt. So, da rammt er jetzt aber jemanden, ich weiß es doch. Ich kenne den Jungen doch. Zack. Und auf der Autobahn könnt ihr nämlich auch sehr schnell einfach Meter machen. Und wenn er dann einfach den Gegner dreht, dann läuft das. So, jetzt habe ich aber leider nicht so viel Vorsprung. Werde ich einfach mal versuchen, möglichst schnell zu sein. Ich habe das gerade nicht so im Blick. 210. Wenn er jetzt einen Fehler macht, ist er weg vom Fenster. Alter, warum holt er auf, wenn ich voll Nitro gebe? Das macht jetzt wenig Sinn. 194, Alter. Ah, der liefert mir jetzt schon ein bisschen heftigeres Duell. Ja, er kommt näher, er kommt näher. Nehmen wir mal den äußersten Weg, oder? Bitte geht das hier jetzt nicht nach Beacon Hill. Nee, geht's nicht gut. So, und jetzt knock ich ihn aus, Freunde. Jetzt sind da bestimmt die falschen aus. Den falschen Zweig. Und jetzt go, 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 go. Beschleunigen, 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 beschleunigen. Jawohl, jetzt habe ich ihn. Komm, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, habe ich gesagt. Na komm. Jawohl. Komm, 298 Meter.
Du willst mich doch verarschen. Du willst mich, danke. Mann, du haust ja richtig einen raus. Power. Power, Alter, Power. So, da ist er schon wieder. Ne, da komme ich nicht ran. Sorry, Dude, aber da bin ich leider nicht rangekommen. So, aber wir gewinnen auch immer 400 und es macht dir auch irgendwie ein bisschen Spaß, die Typen hier abzuzocken. Mal sehen, ob das jetzt hier wieder klappt. Jawohl, das klappt gut. So, das hat jetzt zum Beispiel geil geklappt, weil wir sind gerade hingekommen, er muss sich jetzt umdrehen und auf der Autobahn hat er dann keine Chance mehr. Jawohl. Na schön, diesmal hast du die Sache für dich entschieden. Nächstes Mal sieht's anders aus. Verstehst du? Boah, ich brauche jetzt mal einen Spezialteil, Alter. So, da haben wir schon das nächste willige Opfer, wieder denselben. Hey, unser Junge vom Dorf. Willst du mal was Aufregendes erleben, was? Was heißt hier unser Junge vom Dorf? Scheiße, scheiße. Aber es kann natürlich auch relativ scheiße laufen. Wenn er von der Autobahn runterfährt, werde ich auch die Autobahn verlassen. Ja, das habe ich verloren. Tja, Pech gehabt. Aber hey, ich tue, was ich kann. Ju, hast du recht. Also da, das war meine Schuld. Das war nicht gut gemacht. Na gut, aber das Schöne ist ja, man kann immer wieder neue Outruns machen. So, wo habe ich jetzt hier den nächsten Gegner, bitte? Und irgendwann bekommt man ein Spezialteil. Und da ist er ja. Ach, scheiße, er fährt runter von der Autobahn, der Mistkerl. So, wenn ich ihn jetzt überholen kann... Nee, komm, halt's Maul. Halt's Maul. Scheiße. Da bin ich gerade falsch gefahren. Ja, ärgerlich. Mann, jetzt haben wir zweimal verloren. Meine Masche zieht nicht mehr so. Ah, wir verlieren dadurch natürlich auch immer 400 und gewinnen 400. Aber wir verlieren natürlich auch Geld, wenn wir den Outrun annehmen. Mann, und ich muss jetzt ein paar in Folge wieder gewinnen. Ich brauche nämlich das Spezialteil. Ist das ein Gegner? Nö, es ist einfach nur ein normales Auto. Gut. Ich bräuchte mal einen Gegner auf der Karte. Bitte, liebes Spiel. Liebes Spiel, bitte. Ja, danke. So, wo ist der Gegner? Da ist er ja. Da vorne im Grün. Komm, den kann ich voll gut treffen. Jawohl. Nein, das war nicht so gut getroffen. Er hat es aber auch nicht angenommen. Na gut. Fleißig weiter. Wir haben ihn zwar nur gerade voll gerammt, aber wir haben auch volles Nitro. Und damit könnten wir den nächsten Typen jetzt sehr gut abziehen. Jawohl. Hey, wo willst du denn so schnell hin? Typen. Scheiße, hat der sich mies gedreht. Verdammt. Eigentlich wollte ich ihn rammen. Oder sie. So, ja, das ist jetzt das Problem. Jetzt wird es wieder etwas länger dauern. Denke ich mal. Oder? Na, wir gewinnen fortlaufend. Aber jetzt ist so der Punkt. Bei 206 Meter ist es immer so, dass das Spiel irgendwie den NPC wieder schneller sein lässt. Und dann ist es immer scheiße. So. Man muss ihn immer über so ein paar winkelige Wege führen, aber es ist auf der Autobahn natürlich schwer. Und irgendwie versuchen ihn ja, abzuhängen, ne? Zum Beispiel hier kann ich das sehr gut machen. Er kommt immer näher. Dann ziehe ich einfach hier hin. Ah, ist mir gefolgt, verdammt. Kluges Bürschchen. Aber jetzt ziehe ich im letzten Moment hier rüber, nicht? So, scheiße. Mein Gott, jetzt lass mich in Ruhe. Du Stalker. Du Stalker. Alter, ist die anhänglich. Züge. So, jetzt sollte ich aber noch nicht den Nitro-Push wagen. Weil noch habe ich nicht genug Vorsprung. Ey, komm. Ein Fehler und sie ist endgültig weg vom Fenster. Aber ich habe eigentlich auch nicht genug Nitro, um jetzt zu pushen. Und 150 Meter reichen auch nicht. Die Hälfte, man kann knapp 50 Meter mit Nitro pushen. Würde ich mal sagen. Aber das ist natürlich nicht genug hier. Ja, und jetzt fahren wir hier im Kreis. Das kann auch immer sein, dass ihr beim Outrun irgendwie Pech habt. Und jawohl, jetzt ist es aber. Nein, jetzt ist es doch nicht. Warum ist sie jetzt langsamer geworden plötzlich?